Der Vatikan hat sich gegen Kritik der Vereinten Nationen gewehrt. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, der Heilige Stuhl nehme von den abschließenden Feststellungen des Komitees für Kinderrechte Kenntnis, bedauere jedoch in einigen Punkten den Versuch einer Einflussnahme auf die Lehre der katholischen Kirche und damit eine Einschränkung der Religionsfreiheit zu erkennen. Der ständige Vertreter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf, Erzbischof Silvano Maria Tomasi, verwies zudem auf die Reformanstrengungen der Kirche. Der Heilige Stuhl hat als Regierung des Vatikanstaats Gesetze geändert und Maßnahmen eingeführt, die explizit auf die Verhinderung des sexuellen Missbrauchs von Kindern abzielen, so Tomasi. Der Report des UN-Komitees für Kinderrechte wirft dem Vatikan vor, Kirchenmänner, die sich an Kindern vergangen hatten, nur versetzt und nicht an die Polizei übergeben zu haben. Das Komitee kritisiert in dem Report aber auch die Einstellung der Kirche zu Homosexualität, Empfängnisverhütung und Abtreibung.